Stellt euch eine wunderschöne Insel vor. Meer, Sonne, eine unglaubliche Landschaft. Und dann auf dieser Insel die Alpen. Das kann nicht sein, sagt ihr? Und ob. Genau dort steht der höchste Berg Neuseelands, der Mount Cook. Und um genau den geht es heute in Berge im Porträt. Der Mount Cook ist vielleicht nicht allzu vielen von euch ein Begriff. Deshalb sollten wir vielleicht zu Beginn kurz einen kleinen Ausflug in die Geografie unternehmen. Grundsätzlich gibt es auf der Welt viele gewaltige und einzigartige Gebirgsketten. Das wissen wir ja bereits. Aber es gibt nur eine Gebirgskette, die es namentlich zweimal auf der Welt gibt. Nämlich einmal die europäischen Alpen, die kennen wir, und einmal die neuseeländischen Alpen. Die neuseeländischen Alpen sind deutlich älter als unser Jungspund hier, sieht den unsrigen Alpen aber sehr ähnlich. Fun Fact an dieser Stelle, Herr der Ringe wurde ebenfalls in den neuseeländischen Alpen gedreht, weil sie eher der Vorstellung der europäischen Alpen entsprechen, als die europäischen Alpen selber. Aber das nur am Rande. Jedenfalls erstrecken sich die neuseeländischen Alpen über die komplette Südinsel Neuseelands. Und der höchste Berg dieser Alpen, auch Südalpen genannt, ist der Mount Cook. Er steht genau im Zentrum der Südinsel und ist mit seinen 3724 Metern doch ein ganzes Stück niedriger als die höchsten Berge anderer Kontinente und Inseln. Trotzdem ist er jedenfalls ein Porträtwert. Erstmals beschrieben wurde der Mount Cook 1851. Zu diesem Zeitpunkt wurde er nämlich von Captain Stokes erstmals kartografiert und nach dem berühmten Forscher und Weltentdecker James Cook benannt. Doch dem Ruhm einer Namensgebung kam etwas dazwischen. Neuseeland wurde von James Cook erstmals umsegelt und letztlich auch eingenommen. Doch das fanden damals nicht alle gut. Das Volk der Maori, die indigene Bevölkerung Neuseelands, hatte nämlich diesem Berg bereits einen Namen gegeben, und zwar in ihrer eigenen Sprache. Doch durch die Besiedelung, durch zunehmend mehr Briten, wurde der Einfluss der Maori letztlich immer kleiner, sodass man sich letztlich auf einen Kompromiss einigen musste. Der Berg wird zwar heute in den meisten Regionen Mount Cook genannt, das stimmt aber so eigentlich nicht ganz, denn durch die Einigung wurde der Berg Auraki Mount Cook genannt. Man hat also einfach den indigenen Namen und den britischen Namen aneinandergereiht und so jeden mehr oder weniger glücklich gemacht. Doch im Folgenden belassen wir es zur Einfachheit bei Mount Cook. Der Mount Cook ist in seinem Umfeld nicht unfassbar viel höher als die Nachbarberge. Außerdem sind die Valleys zwischen den Bergen oftmals etwas höher, sodass man nicht unbedingt 3724 Meter aufsteigen muss, um den Gipfel zu erreichen. Zumal die Zugänglichkeit recht einfach scheint. Deshalb kam es bereits 1882, also unfassbar früh, zu Besteigungsversuchen. Hier versuchten sich Schweizer erstmals am Berg und kamen für einen ersten Versuch überraschend weit. Bis wenige Meter unterhalb des Gipfels haben sie es letztlich geschafft, mussten aber dann umkehren. Und auch 1890, also 8 Jahre später, versuchten es Skye Mannering und Marmaduke Dixon als erste Neuseeländer und scheiterten im Prinzip an der gleichen Stelle. Doch damit war etwas geschafft. Die Neuseeländer bewiesen, sie können bergsteigen, was zu einem spannenden Trend führte. Die Neuseeländer gründeten auf Basis der bergsteigerischen Leistung der beiden letztlich den New Zealand Alpine Club, welcher bis heute zu den größten Alpinvereinen der Welt gehört. Dabei weiß man heute eigentlich nur anhand diverser Briefe und Co., wie die beiden überhaupt so drauf waren. Historisch war der Mount Cook also wichtig, aber bestiegen war er noch nicht. Es betritt die Bühne der berühmte Bergsteiger und Expeditionsleiter Edward Fitzgerald, der Leiter der ersten erfolgreichen Expedition auf den Aconcagua war. Er hatte den Mount Cook ins Auge gefasst, was Stress auslöste. In erster Linie Stress beim New Zealand Alpine Club, denn die nationale Idee des Bergsteigens war auch hier durch und durch angekommen, sodass man keinem Amerikaner den Gipfelsieg überlassen wollte. Er war wohl der Grund, warum es dann ganz schnell ging. Tom Fyfe, John Clark und George Graham machten sich am 25. Dezember 1894 auf den Weg zum Mount Cook. Sie starteten im Hooker Valley, welches ziemlich genau südlich des Gipfels liegt, und gingen über zur Westwand, von der aus sie sich dann zum Nordgrat arbeiteten. Über den gelangten sie dann letztlich erfolgreich zum Gipfel. Alles ganz knapp, bevor sich Edward Fitzgerald auf den Weg nach Neuseeland machte. Konkurrenz belebt also wirklich das Geschäft. Und nur 3 Monate später erreichte die Mannschaft von Fitzgerald den Gipfel mit Matthias Zurbriggen. Er erreichte damit als zweiter Mensch den Gipfel und als erster, der ihn komplett solo erreichte. Und so setzten sich die Besteigungen fort,
Der Mount Cook erlangte internationales Interesse, aber vor allem in Neuseeland und Australien war der höchste Berg der Region spannend. 1910 erreichte die erste Frau, Freda Dufour, den Gipfel. Zwei Jahre später der erste Maori. Und nochmal ein Jahr später überschritt Freda Dufour den Aoraki erstmals. Das alles scheint so einfach zu sein und so banal, dass es doch eigentlich doch gar nicht wert sein sollte, über diesen Berg zu reden. Aber gerade das macht ihn für europäische und amerikanische Bergsteiger so spannend. Denn der Mount Cook steht mit den Südalpen in einer extrem wetterlaunischen Region. Die Insel Neuseelands ist berühmt für sein schwankendes Wetter, vor allem natürlich in den Bergen. Denn während Fronten einfach so über das Flachland Neuseelands hinwegziehen, bleiben sie in den hohen Bergen hängen und können so verheerende Bedingungen für Bergsteigerinnen und Bergsteiger bringen. Das alles führt dazu, dass nicht nur am Mount Cook, aber auch in den gesamten Südalpen sehr viele Menschen sterben, weil sie verloren gehen, erfrieren oder abstürzen. Und sehr viele bedeutet in diesem Fall rund 260 bestätigte Fälle, die entweder gestorben oder vermisst sind. Diese Zahlen sind in unseren Alpen natürlich deutlich höher, aber das Bergsteigen ist hier auch ein ganz anderes Format. Denn die Neuseeländer haben sich über die Jahrzehnte zu hervorragenden Bergsteigern entwickelt, die jedenfalls zur technischen Elite der Weltbergsteiger gehören. Zum Beispiel ein Mann, den viele von euch sicher kennen, Sir Edmund Hillary. Denn auch er war ein Neuseeländer, auch er Teil des NZACs. Er bestieg wenige Jahre vor seinem Triumph am Everest ebenfalls den Mount Cook. Und auch er sollte ihn einst als schwierigen und fordernden Berg beschreiben, der zugleich aber wunderschön ist. Und das Bergsteigen in den Südalpen bleibt großteils den Neuseeländern vorbehalten. Denn die Anreisen für Amerikaner und Europäer sind unglaublich teuer. Und viele Touren in den Südalpen, speziell am Mount Cook, scheitern an den schwierigen Witterungsverhältnissen. So ergibt sich letztlich relativ wenig Betrieb, zumindest in den tieferen Teilen des Gebirges und am Mount Cook. Und außerdem ist auch der Normalweg schon jedenfalls erwähnenswert. Bewertet wird der Normalweg über den Linder-Gletscher mit tendenziell schwierig. Die objektiven Gefahren sind relativ groß, die Gletscherspalten sehr groß und sehr häufig und somit auch ein schwieriges Hindernis. Und da in Neuseeland sehr viel Wert auf den Erhalt der Natur gelegt wird, ist der Berg auch nicht gerade schnell zu erreichen. 6 bis 7 Tage kann so eine Tour auf den Mount Cook schon dauern, was damit auch den größten Unterschied zu unseren Alpen aufzeigt. Denn mit AD 3 und 45 Grad Firn ist er zwar jedenfalls schwieriger als die klassischen Normalwege in den europäischen Alpen, wo es kaum 3000er oder 4000er gibt, die über den leichtesten Weg nicht den AD minus oder 2 zu erreichen sind. Natürlich gibt es Ausnahmen, diverse, aber die sind bei den berühmten Bergen eher wenig vorhanden. Und dann gäbe es da für besonders Abenteuerlustige auch noch den Zurbriggenweg. Hier geht es nicht über den Linder-Gletscher, sondern direkt durch eine Eisfelswand auf das Linder Shelf. Diese Route war aber vor 120 Jahren noch deutlich einfacher zu begehen und deshalb heute kaum begangen. Und dann wäre da noch die High-End-Alpinisten-Route über den Ostgrat und den Middle Peak zum Gipfel. Diese Tour soll psychisch extrem anspruchsvoll sein, Eiskletterei in ständig unterschiedlicher Schwierigkeit fordern und das einwandfreie Klettern im oberen dritten Grad voraussetzen. Die Beliebtheit des Mount Cook steht seinem Anspruch und seinen objektiven Gefahren gegenüber. Gleichzeitig bietet er in Neuseeland wohl das großartigste Panorama und ist vor allem für Alpinisten ein echt lohnendes Ziel mit allen Disziplinen und mentalen Anforderungen in einem Berg. Und er ist der Ausgangspunkt für viele neuseeländische Alpinisten, die es zu weltweiter Bekanntheit geschafft haben. Der Aoraki, Mount Cook, steht unscheinbar auf der Südinsel Neuseelands. Aber er ist wohl ganz zu Unrecht ein Berg von vielen. Und für uns Europäer jedenfalls ein ganzes Stück Arbeit. Wenn euch die Berge im Porträtserie gefällt, dann danke ich euch vielmals, wenn ihr die Alpen Academy durch einen kleinen Kaffee unterstützen würdet. Alle Infos dazu findet ihr hier unter diesem Link oder auch unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Dankeschön an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheim.